Ein frisches Ei ist besser als ein konserviertes Ei. Aber selbst frische Eier sind nicht gleichwertig. Auf die Grundlage kommt es an. Die Gesundheit des Huhnes, seine Aufzucht und seine Ernährung bedingen die Qualität der Eier. Helle Stallungen, peinlichste Sauberkeit, weite sonnige Laufflächen, zweckmäßiges Futter, sorgfältige Behandlung und genaue Kontrolle des Gesundheitszustandes sind die Merkmale einer vorbildlichen Hühnerhaltung. In dieser modernen Musterfarm wird alles auf wissenschaftlicher Grundlage überwacht und stets daran gearbeitet, die Qualität der Leghennen und der Eier auf ein Maximum zu steigern. Es ist gleichzeitig die größte Eierfarm der Schweiz. Die Ovomaltine Eierfarm in Oberwangen bei Bern. Von den vielen tausend Eiern wird jedes einzelne Ei noch einer besonderen Prüfung unterzogen. Ein Spezialapparat durchleuchtet Schale und Inhalt, bevor das Ei zur weiteren Verarbeitung aufgeschlagen wird. Mit gleicher Sorgfalt werden aber auch die anderen Ovomaltina-Rohstoffe behandelt, zum Beispiel die Milch. Durch sogenannte Schmutzproben wird die Milch auf ihre Sauberkeit geprüft. Die Milch passiert einen Wattefilter, der alle Unreinigkeiten zurückhält. Hier ein einwandfreies Resultat. Die Milch war sauber. Im Gegensatz dazu ein unbefriedigendes Ergebnis. Nur die einwandfreie Milch kommt in die Kühlreservoire. Aufgrund scharfer Prüfungen war es möglich, die Lieferanten zur Ablieferung einer reinen Milch zu erziehen. Eine ständige strenge Kontrolle über die Sauberkeit der Gefäße, den Zustand der Stallungen und die Beschaffenheit des Futters trägt dazu bei, die Grundlage für eine gute Milch zu schaffen. Auch Malz und Malz ist nicht dasselbe. Für die Herstellung der Ovomaltine wird ausschließlich das beste Malz verwendet. Durch diese Anlage wird geprüft, ob das Malz den gestellten Anforderungen entspricht. Durch eine besonders schonende Behandlung wird dafür gesorgt, dass wertvolle Bestandteile des Malzes und besonders die empfindliche Diastase, das verdauungsfördernde Ferment, wirksam erhalten bleiben. Die Diastase unterstützt die Wirkung der Verdauungssäfte, wie wir in folgendem Versuch zeigen. Diese zwei Gläser enthalten den gleichen dicken Haferbrei. Durch Zusatz von Ovomaltine in das eine Glas erfolgt eine weitgehende Verflüssigung und Verzuckerung. Sie sehen jetzt, wie der Brei durch Ovomaltine-Zusatz verflüssigt, sozusagen vorverdaut worden ist. Die Ovomaltine leistet also den Verdauungsorganen eine wichtige Vorarbeit und entlastet sie damit. Auf die Grundlage kommt es an. Keine verbilligenden Zusätze, keine bloßen Geschmacks- und Füllstoffe. Ovomaltine wird aus den besten Rohstoffen und in sorgfältigster Fabrikation hergestellt. Sie ist vollwertig, wirksam und kräftigend. Darum halten alle an ihr fest, die ihren Wert erkannt haben. Ovomaltine ist nicht billig, aber preiswert. Ovomaltine, jedes Körnchen edler Nährwert.